Ja, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Oblivion und dieser wunderschönen Quest. So, ich habe mich jetzt online halt eben erkundigt und wir haben nichts verkehrt gemacht. Wir haben wirklich nichts verkehrt gemacht. Es lag einfach wirklich nur daran, dass wir warten müssen, bis der Dude rauskommt. Und ich habe gewartet jetzt eben und gewartet und gewartet und er kam immer noch nicht raus. Jetzt haben wir 9 Uhr oder jetzt schon 9.33 Uhr. Und jetzt kann ich an die Tür gehen und da einbrechen. Tatsächlicherweise weiß ich aber trotzdem nicht, was jetzt so alles passiert. Ich habe nur die ersten Sätze sozusagen gelesen und wusste, dass ich halt wirklich nichts falsch gemacht habe. Und habe mich jetzt dann halt doch nicht erkundigt, wie wir jetzt hier, wie das jetzt hier weitergeht. Aber jetzt können wir auf jeden Fall an das Schloss und gehen rein da. Und direkt beim ersten Mal funktioniert. Sehr schön. So, gut. Wo müssen wir hin? Karte. In den Keller müssen wir. Nochmal ein sehr schweres Schloss. Hallo, Maus, da bist du wieder. Und rein da. Sehr schön. So, da sind wir. Ich habe Agamirs Keller gefunden. Dieser besteht aus einer sonderbaren Ansammlung an Kleidung und Schmuck. Das Beunruhigendste aber sind in einer Ecke verstaute schmutzige Schaufel und die schlammverschmierten Stiefel. Ebenso das auf dem Boden verstreute Knochenmehl. Ich hege den Verdacht, dass Agamirs Bestand, den er an Toronir verkauft, von den kürzlichen Verstorbenen stammt. Okay, ich sollte vorsichtig nach handfesteren Beweisen bezüglich dieser grausigen Anschuldigung suchen. Ja. Na super, das erklärt dann wirklich einiges. Ich denke mal, das Buch wird es wohl sein. Unfreundlicher Mitbewerber, genau. Ich habe ein Manifest, das Einzelheiten zu Namen kürzlicher Verstorbener enthält. Mit welchen Grabbeigaben sie bestattet wurden und wo sie in Cerulei liegen. Ich sollte Toronir mit diesem makabren Manifest konfrontieren, da er vielleicht gar nicht weiß, woher seine Waren stammen. Aha, sieh mal einer an. Dann nehmen wir das mal mit und bringen das ihm. Ja, dann gönnt der Typ sich von den Leichen. Na, super. Ein Grabschänder also auch noch. So, dann gehen wir mal direkt jetzt zu diesem Laden da von ihm. Na, da war der Trip zu den Abwasserkanälen alles umsonst. So, hallo. Abermals willkommen. Ja, ich habe hier was für dich. Und zwar nimmt dein Kollege oder was auch immer von den Toten. Ich kann nicht glauben, was ich in diesem Buch sehe. Ich bin zutiefst beschämt, dass diese Dinge hier einst eine Grabbeigabe für die Verstorbenen gewesen sein sollen. Ich kann es nicht verstehen, es ist einfach zu schrecklich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich nehme an, eine Entschuldigung reicht hier nicht. Was soll ich jetzt tun? Helft mir, Agamir zu fangen. Ja, das ist das Mindeste, was ich tun kann. Als allererstes werde ich mich nie wieder mit ihm treffen. Das kann ich euch versprechen. Und zweitens erinnere ich mich daran, dass er einen Ort erwähnte, an dem er genau heute sein muss. Aha. Ja, so ist es. Er sagte, dass er wohl nichts anderes tun könne, weil er etwas sehr Wichtiges erledigen müsse. Ihr glaubt doch nicht, er findet nochmal... Oh nein, sicher nicht. Aber ich glaube fast doch. Oje, was habe ich getan? Keine Sorge, ich halte ihn auf. Ja, tut ihr das. Und in der Zwischenzeit überlege ich, was ich mit diesen unrechtmäßig erworbenen Dingen anstelle. Es tut mir so leid. Ja, konntest du ja nicht wissen. Nochmal wegen deinem Inventar. Ich will sie nicht einmal mehr sehen. Okay. Was hältst du sonst noch von der Sache? Ich hoffe, man wird mir verzeihen, dass ich meine Quellen nicht besser überprüft habe. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Ich hatte keine Ahnung. Ja, ja, alles gut. Ich verzeih dir. So, aber wo müssen wir jetzt hin? Oh Gott, nein, der nimmt von dem Friedhof da. Also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es weitergeht. Ich habe nur wirklich in den ersten Sätzen stand, dass man halt eben warten muss. Seid gegrüßt. Und dann habe ich gedacht, komm, dann brauche ich mir auch den Rest jetzt nicht durchzulesen, weil da würde ich mich jetzt doch spoilern. Das habe ich dann doch vermieden. Nehmen wir mit mir, hä? Hier bin ich auch falsch? Nee, ich muss hier, hä? Oder ist er, oder,
Ich bin in einem abgelegenen Teil des Friedhofs angekommen und tatsächlich, Agamir gräbt zusammen mit jemandem, den ich nicht erkennen kann, ein Grab auf. Ich muss ihn dazu überreden, mit diesem ruchlosen Treiben aufzuhören. Ach echt, wo denn? Hä? Wo denn? Wo gräbt er denn? Bin ich jetzt blind? Muss ich ihn jetzt so noch suchen oder was? Oder ist das da drin? Kann ich euch um einen Gefallen bitten? Ja. Hey, Fremder. Habt ihr ein paar Münzen für mich übrig? Dieser verfluchte Wachmann hat mich eben ausgeraubt und mir meinen letzten Septim abgenommen. Was? Was kannst du mir erstmal über die Kaiserstadt erzählen? Ihr seid sehr neugierig. Vielleicht neugieriger, als gut für euch ist. Aha, hast du noch Gerüchte? Den Futtertrog verlässt man nie mit leerem Magen. Ja, wegen dem korrupten kaiserlichen Wachmann. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber ich würde ihn wiedererkennen. Luronk und ich waren bei Yensin einkaufen, als er uns des Diebstahls bezichtigte. Selbst Yensin beteuerte unsere Unschuld, doch das war ihm gleichgültig. Wir mussten sein Bußgeld zahlen oder ins Gefängnis gehen. Aha, neue Quest. Warum hat ihm Yensin nicht berichtet? Er hat die meisten Ladenbesitzer am Markt schon zur Kasse gebeten. Sie haben alle viel zu viel Angst vor ihm, um etwas gegen ihn zu unternehmen. Yensin wollte nicht einmal darüber reden. Jemand sollte endlich etwas gegen ihn unternehmen. Ah ja. Hört auf meinen Rat. Haltet euch von den Wachen fern. Habt ihr meinen Freund Luronk gesehen? Ich mache mir seinetwegen Sorgen. Okay, ich kann es aber eben nichts mehr geben. Ich werde für einige Zeit im Hintergrund bleiben. Ach, die sind da bestimmt wahrscheinlich da drin, oder? Ah ja. Ich habe Agamir im Mausoleum der Tretus-Familie aufgespürt. Es sieht aus, als seien er und noch jemand, den ich nicht kenne, dabei, ein weiteres Grab zu entweihen. Ich muss ihn überreden, mit diesem abscheulichen Treiben aufzuhören, ja. Oh, das geht aber doch bestimmt nicht gut aus, da hinten. Der Typ hat eine D-Rüstung. Ich hatte das Gefühl, dass ihr früher oder später verstehen würdet. Und darum habe ich diese Falle für euch vorbereitet. Wie ihr seht, ist das Grab bereits ausgehoben. Aber diesmal wird nichts aus dem Friedhof gestohlen, sondern etwas Neues kommt dazu. Ich fürchte, ich kann euch nur ein namenloses Grab bieten. Tut euer... Ach, jetzt habe ich aber Angst. Ja, dann kann ich doch gleich schon mal wieder meinen Kräften zaubern. Das Schlimmste. Mehr könnt ihr also nicht gerade aufgehen. Ich glaube, ich habe gerade den falschen Zauber gewirkt. Und außerdem die 6 gewählt. Hey! Also nicht! Tut euer Schlimmstes! So, Nummer 1. So, Agamir ist erschlagen worden. Da die Strafe für Grabräuberei üblicherweise tot ist, scheint es irgendwie, dass dem Recht Genüge getan wurde. Ich sollte Agamirs Habseligkeiten nach irgendetwas möglicherweise Belastetem durchsuchen. Ja, das machen wir gleich. Ich bin hier noch beschäftigt. Bäh. Genau in dem Moment, wo ich dich blocke, steckt er zu. Ich fass es nicht. So, auch du wirst mal gelähmt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ja, und nochmal gelähmt. Sehr schön. Ich hoffe, es hat dir gefallen, du Lappen. Dietrische Handschuhe. Nicht verzaubert. Sehr gut. Die brauche ich. Hier nehme ich aber auch trotzdem alle mal mit. Und das dietrische Langschwert auch. Ja, komm. Ich bin jetzt mal gnädig und ich nehme mal nichts hier mit. Aber wir haben hier direkt Erniedriger. Das ist ja interessant. Agamir Schaufel! Ich habe mir Agamirs Schwert angeeignet. Auf der Klinge ist das Wort Holitanius zu lesen, welches einer der Namen ist, die in dem makabren Manifest standen. Dies ist das letzte Beweisstück, das ich brauche. Ich sollte es zurück zu Toronir bringen. Ja, und den Rest lasse ich schön hier liegen. So bin ich jetzt auch wieder nicht. Ach, ich wäre hier so gar nicht mehr rausgekommen. Oh, ihr schon wieder.
Aber hey, wir haben jetzt direkt schon danach die nächste Quest, die wir machen können. Ich hoffe mal, dass sie nicht so scheiße wird wie die hier. Ja, das ist schon ein bisschen nervtötend gewesen jetzt. Nimmt es mir echt nicht übel, dass ich da so ein bisschen... Ich trage Knochen mit mir rum. Habe ich jetzt irgendwie da gerade unten eine Leiche? Habe ich jetzt wirklich gerade Knochen mitgenommen? Oder? Ach komm, ich repariere alles hier durch. So. Das wollte ich nicht. Scheiße. Und flatsch. Keiner mitbekommen. So. Konntet ihr Agamir aufhalten? Ja, konnte ich. Ja, hier ist seine Schaufel. Dann können wir endlich in Frieden ruhen. Ich fürchtete, wenn er euch übertroffen hätte, wäre ich an der Reihe gewesen. Zum Glück sind eure Fertigkeiten größer als seine. Ich habe einige Entscheidungen getroffen. Ich werde all meine Einnahmen dem Tempel stiften und auch alles, was von diesem Diebesgut übrig ist. Und außerdem habe ich lange mit Yensin gesprochen. Ich habe mich entschieden, der Gesellschaft beizutreten. Ich weiß, dass ihr euer Leben riskiert habt, nur um mir eine Chance zu geben. Und Toronir vergisst so etwas nicht. Bitte akzeptiert diesen Ring als bescheidene Belohnung. Das ist das Wenigste, was ich tun kann, um meinen Dank auszudrücken. Also, fühlt euch nicht wie ein Fremder. Der fruchtbare Münzbeutel ist immer noch im Geschäft. Ja, cool. Was? Ring des Wetters. Und Quest aktualisiert, aber noch nicht vorbei. Okay. Wegen dem Inventar nochmal. Ich habe alle meine unrechtmäßig erworbenen Waren fortgeschafft und durch teure, aber rechtmäßig erhaltene Objekte ersetzt. Mhm, also was hast du denn Kommen jetzt Kommen wir so? Zum Geschäft. Ja, du hast ja nichts Neues. Du hast genau denselben Kram wie vorher auch. Ihr habt Mitleid mit mir gehabt, das werde ich nicht vergessen. Ja, Moment mal, aber die ist ja nicht abgeschlossen, ne? Toronir hat sich damit einverstanden erklärt, seine gesamte unrechtmäßig erworbene Ware dem örtlichen Tempel zu stiften und von jetzt an legale Ware zu verkaufen. Er belohnte mich außerdem mit einem kleinen Ring als Zeichen seiner Wertschätzung. Ihr solltet nun das makabre Manifest und Agamirs Schwert zu... Ah! Ach so, ja. Ja. Wir müssen ja noch zu ihr. Stimmt, sie hat ja irgendwie gesagt gehabt, sie würde uns ein Kopfgeld geben, glaube ich. Wenn wir das erledigen. Wer bist du? Kenn ich dich? Tut mir leid. Nur ein Exemplar des Rappenkuriers pro Kunde. Ach so, ja, mit dir hatten wir schon auch gesprochen. Hier. So, guten Tag, da bin ich wieder. Ich habe so sehr auf eure Rückkehr gewartet. Ja, wegen Toronirs Inventar. Ich freue mich, dass Toronir sich entschlossen hat, sein Inventar dem Tempel zu stiften. Zumindest versucht er, Wiedergutmachung zu leisten. Oh, ich kann auch sie wegen dem korrupten kaiserlichen Wachmann befragen. Hast du noch Gerüchte? Die beste Verteidigung führt gute, leichte Rüstung. Redet mit Maro Rufus. Ja, okay, gut. Was kannst du mir sonst noch über Toronir sagen? Gute Arbeit! Diese Schaufel ist der Beweis für Agamirs Verbrechen. Das, zusammen mit dem Manifest, sollte der Stadtwache von Nutzen sein. Als ihr fort wart, kam Toronir her. Und wir sprachen ausführlich über seine Rolle in diesem Plan. Ich glaube ihm, dass er Agamirs Quellen nicht kannte. Er erzählte mir, dass er vorhat, all das Geld und sein gesamtes Inventar dem örtlichen Tempel zu stiften. Er hat sich auch einverstanden erklärt, seine Waren zu angemessenen Preisen zu kaufen und zu verkaufen. Und nicht zuletzt ist er der Gesellschaft offiziell beigetreten. Ich bin ganz verblüfft über seine ehrlichen Absichten. Ist doch gut. Im Gegenzug hat die Gesellschaft entschieden, keine Anklage zu erheben. Sein Name wird aus den Akten über dieses Verbrechen getilgt. Jetzt wollt ihr sicher wissen, was eure Belohnung sein soll. Die Gesellschaft dankt euch für alles, was ihr getan habt. Bitte nehmt dieses Gold an. Vielen Dank im Namen aller. Ja, sehr schön. 600 Gold. So, was kannst du mir sonst über Toronir noch sagen? Ich bin reif genug zuzugeben, dass ich mich in Toronir getäuscht hatte. Er ist ein beliebtes Mitglied unserer Gruppe im Marktviertel. Gott sei Dank, und damit ist auch die Quest abgeschlossen. Was verkaufst Wir du eigentlich verkaufen nochmal? Nur vom Besten. Wow. Was darf ich euch anbieten? Wow, Alter, ist die stark, diese Waffe. Echt nicht schlecht, aber nicht mehr fertig. Was kannst du mir über den korrupten kaiserlichen Wachmann erzählen? Wer hat euch das erzählt? Zwei eurer Kunden haben es mir gesagt. Ruslan und Lurong.
Diese Narren wissen nicht, wann sie den Mund halten müssen. Ich werde euch gar nichts erzählen, Fremde. Ich traue euch nicht. Willst du mich verarschen? Ich hab gerade eine Scheiße hier gemacht. Du Stück Schmutz. Bitte? Wie sieht's denn aus? Dafür bekommt ihr etwas. Ja, dann hau raus. Ich schätze, ich kann euch vertrauen. Es ist dieser Dreckskerl Audens Avidius. Er kommt jeden Monat und nimmt von meinen Waren, ohne zu bezahlen. Na also. Was soll ich jetzt tun? Er ist Hauptmann der kaiserlichen Wache. Nur ein anderer Wachhauptmann kann ihn verhaften. Aber das wird wohl kaum passieren. Aha, danke, du blöde Kuh. Es war mir ein Vergnügen, mit euch Geschäfte zu machen. Alter. Weißt du, erst so auf gut Freund. Ich vertraue euch nicht, weil du ein kleiner Bastard bist. Hast mir auch noch nie geholfen. Ich dachte gerade, er will was von mir. Sprecht. Ach, du bist doch der Dude, den wir suchen. Kaiserliche Korruption. Ich habe mit Jinsin im kaiserlichen Marktviertel über den korrupten Wachmann gesprochen. Sie erzählte mir das gleiche wie Ruslan und Lorong. Der Hauptmann der kaiserlichen Wache erpresst Geld von den Ladenbesitzern. Sie sind alle zu verängstigt, um etwas gegen ihn zu unternehmen. Ich muss jemanden finden, der die Autorität besitzt, ihn aufzuhalten. Sie sagte nur, dass nur ein anderer Wachhauptmann in der Lage sei, ihn festzunehmen. Ja, es geht ja um ihn. Und hier war doch letztens auch noch so ein anderer Heini unterwegs. Wie geht es euch? Ne? Dieser Feli da, oder wie der heißt. Aber ich weiß nicht, ob ich den nochmal finde. Der rennt wahrscheinlich sonst wo in dieser Kaiserstadt rum. Naja, auch egal. Hauptsache, wir haben die Quest erledigt. Das ist mir eigentlich das Wichtigste jetzt. Ja, sehr schön. Wo finde ich denn jetzt so einen, der hier auch noch was sagen könnte? Oh, da ist ja gerade so ein Wachturm aufgeploppt plötzlich. Schon 0 auf 100. Der könnte ja überall jetzt sein, ne? Warte mal, ich kann ja auch einfach mal die Quest aktiv schalten. Hab aber jetzt nichts auf der Karte, ne? Nee. Nein, ich will nicht dahin reisen. Ich will das schließen. Da kann man immer nur mit Geld aushelfen. Schön, euch zu sehen. Kenn ich dich? War mir ein Vergnügen. Ich kenne dich. Kenn ich dich? Einen Wunder. Ja, dich kenne ich auch. Wiedersehen. Du bist ja, keine Ahnung, wer du nochmal warst, aber ich kenne dich so. Ja, stimmt, hier war dieser Pili da unterwegs, weil ich ja hier, ne, in dieses Haus von Agamir rein wollte. Aber nicht reinkam, weil der Typ sich eingesperrt hatte. Da war ja was. War der nicht hier unterwegs? Aber selbst wenn ich einen Hauptmann sehe, ich muss ihm ja auch erstmal irgendwie, der wird mir das ja auch erstmal gar nicht glauben. Oder? Der wird mir doch niemals glauben. Das wird doch jetzt nicht so ausgehen, dass ich zu ihm gehe und sage, jo, hier, ne, da, dieser eine Hauptmann da, der macht böse Sachen und er so, ach ja, stimmt, den nehmen wir mal schnell fest oder so. Niemals. Alle Bürger. Was gibt es, Herr? Ältestenrat? Die Kammer des Ältestenrates ist während der Notlage für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Wenn ihr auf Schwierigkeiten stoßt, sucht mich auf. Ich weiß halt nicht, ob er mir vielleicht sagen kann, wo der gerade sich aufhält. Was ist das Problem? Ich frage ihn mal gerade wegen dem korrupten kaiserlichen Wachmann. Wenn ihr eine Beschwerde habt, wendet euch an den Wachhauptmann. Ich habe Besseres zu tun, als mir euer Jammern anzuhören. Ja, und wo ist er? Ah ja, wo kann ich einen Wachhauptmann finden? Geht zu Hieronymus Lex. Er ist ein aufgeblasener Wichtigtuer, genau wie ihr. Vielleicht schenkt er eurer Beschwerde Gehör. Ja, gut, danke. Weiter. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Ein Stück Schmutz. Solltest dir mal vielleicht überlegen, warum du am Friedhof Wache halten musst. So, wo müssen wir jetzt hin? Da hinten. Ja, da wäre ich nie hingegangen. Seid es, der Held von Quatsch. Und du bist wirklich eine Ehre. Und du bist der krasse Dude, den ich suche.
Hört ihr Leut und lasst euch sagen, die Uhr hat 2 geschlagen. Fühlt ihr euch wohl, Herr? Was kannst du über die Kaiserstadt erzählen? Keine Kompromisse, kein Wanken, keine Zugeständnisse an die Ungerechtigkeit. Stets versuchen, dies zu einer besseren Stadt für jedermann zu machen. Ich bin hier wegen einem korrupten kaiserlichen Wachmann. Ich habe jetzt keine Zeit dafür. Der Graufuchs ist auf freiem Fuß. Trag das Problem Itius Hain vor. Er ist auch ein Hauptmann der kaiserlichen Wache. Oh, wo ist er wieder? Viel Glück mit Itius. Ich bin gekommen, euch abzuholen. Im Tempelbezirk waren wir noch gar nicht, ne? Wer bist du? Mein armer Mann kann nicht schlafen. Die ganze Nacht ist er auf den Beinen und kümmert sich um diese dummen Pflanzen. Okay, was kannst du mir die Kaiserstadt erzählen? Ich finde immer was zu tun. Ich kümmere mich um das Haus und sorge dafür, dass Amantius nicht verhungert oder keine Tinte mehr hat. Aha, schön für dich. Auch ihr. Sprecht. Ja, schöne Illusionen trainieren. Wer bist du? Mein Name ist Hastrell Ottos und ich möchte über Akatosh sprechen. Ja, dann sprech mal darüber. Nein, sprech mal lieber über die Kaiserstadt. Akatosh spricht zu uns allen, aber wir hören nie zu. Geht zum Tempel des einen, lest die Verträge, die neuen seien gepriesen. Auf Wiedersehen. Da kann ich mich hier wenigstens schon mal mit ein paar Leuten unterhalten. Jemhat pflegt das Tempelgrundstück. Jemhat tut auch andere Dinge, wenn man ihn fragt. Ach ja? Was kannst du mir die Kaiserstadt sagen? Das Arboretum. Da geht Jemhat gern hin. Immer ruhig, immer grün. Wer auch bist du? Es war mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. Ah, wir kennen uns schon anscheinend. Nein, hier müssen wir eigentlich nicht hin. Mensch, wo müssen wir denn hin? Zum Elfengartenbezirk. Na also, dann let's go. Habt ihr mal eine Münze? Ah, dich kenne ich noch gar nicht, oder? Nur noch eine Münze. Ja. Hast du Gerüchte? Die Dunkelforstrotte gibt es nicht mehr. Ja, dann hier noch eine Münze für dich. Ja, bitteschön. Tschüss. Piss dich. Nächste. Bitte, unbedingt. Was? Ist Tertius nicht ein Märchen? Ach so, du schon wieder. Seht euch vor. Wer bist du? Ich bin Kamana Sintaf. Cyronin ist mein Mann. Verzeiht ihm bitte. Er ist leicht reizbar. Keine Ahnung, ob ich mit ihm schon geschwätzt habe. Ist mir aber auch egal. Was kannst du mir über die Kaiserstadt sagen? Es ist sehr ruhig geworden um die Artius. Soll mir nur recht sein. Diese Kämpfe sind doch sinnlos. Worum kämpfen sie überhaupt? Nichts als blöder Stolz. Seht euch vor. Ihr seid, hi. Schönen Tag. Mit dir haben wir schon gesprochen. Seht euch vor. Hä, willst du mich verarschen? Wo ist der denn? Hier rennt er rum. Da, die suche ich. Kann ich euch helfen, Bürger? Ja, ich bin wegen Gerüchten hier. Der Kaiser ist tot. Und ja, und die Klinge haben versagt. Okay, kennen wir schon. Ich bin hier wegen einem korrupten kaiserlichen Wachmann. Das sind sehr ernste Anschuldigungen. Wenn ihr 2 Zeugen vorbringen könnt, die gegen Audens Avidius aussagen, verhafte ich ihn. Andernfalls kann ich euch nicht helfen. Aha. Hoffentlich sind eure Zeugen bereit, sich zu melden. Ich habe jetzt 2 Questpfeile. 3 Questpfeile. Einer hätten wir ja hier. So. Habt ihr etwas gefunden, was euch gefällt? Nein, ich bin wegen was anderem hier. Ich brauche nämlich einen Zeugen. Ihr wollt, dass ich Audens Avidius öffentlich der Korruption bezichtige? Eher schwimme ich nackt in einem Becken voller Schlachtfische und Schlammkrabben. Ja. Wenn ihr irgendwem erzählt, dass ich etwas Schlechtes über Audens gesagt habe, streite ich es ab. Weißt du, ihr werdet alle von dem Hops genommen, aber wenn ihr dann die Möglichkeit habt, mal auch darüber zu sprechen, ja, dann zieht ihr den Schwanz ein, weil ist das lächerlich. Ganz ehrlich,
Ach, lass es einfach bleiben. Ich würde am besten schon gerade wieder sagen, ich lasse diese Scheißquest auch. Ist mir zu dämlich, Alter. Was ist das hier bitte? Wer bist denn du? Ich habe gehört, dass ihr euch nach diesem korrupten Wachmann umhört. Erwähnt bloß nicht meinen Namen. Ich habe schon genug Probleme. Ja, warum nicht? Komm, sag doch aus. Gegen einen Wachhauptmann aussagen und ihn der Korruption bezichtigen? Ich glaube nicht, dass ich willens bin, das zu riskieren. Was, wenn ich dich ein bisschen... Wir werden sehen. Wenn ich deine Laune ein bisschen höher haue? Jedes kleine bisschen hilft. Ja, und jetzt? Na also. Ich würde für einige Zeit im Hintergrund bleiben. Stopp mal. Nein, ihr habt ich schon im Marktbezirk Geld in den Arsch geschoben und sie wollte trotzdem nicht. So, der Ork sagt aus. Also die Dame hat's jetzt richtig bei mir verschissen. Was ist los? Ah, Russland. Ja, hallo. Habt ihr meinen Freund Luronk gesehen? Ich mache mir seinetwegen Sorgen. Ja, wegen der Aussage bin ich hier. Ich brauche einen Zeugen. Ihr wollt, dass ich gegen Audens Avidius aussage? Ihr seid verrückt. Und wie genau wollt ihr mich dazu überreden? Ja, ganz einfach. Geht nur. Jedes kleine bisschen hilft. Wie sieht's aus? Ich brauche eine Aussage. Ihr habt mich überzeugt. Wenn ich mich ihm nicht widersetze, wer dann? Ich hoffe nur, ich begehe nicht gerade Selbstmord. Gut. Ich werde für einige Zeit im Hintergrund bleiben. Ich meine, ich kann mir das eher erlauben. Ich habe so viel Geld. Ich höre euch zu, Bürger. Schon wieder bin ich falsch gegangen, weil er im Talos-Bezirk ist und nicht im Elfengarten-Bezirk. Kann ich euch helfen, Bürger? So, ich habe zwei gefunden, die Zeugen sind. Das sind sehr ernste Anschuldigungen. Ja, ja. Hä? Geht weiter. Willst du mich jetzt verarschen? Hallo? Kann ich euch helfen? Ich habe zwei Zeugen. Anweisungen, was sind das? Was sucht ihr? Nein. Nein, zurück. Ja, wo... Wo sind die Dienste? Im Marktviertel findet ihr Schmiede, Alchemisten, Buchhändler, Magiergeschäfte, Schneider, Waffenschmiede und Händler. Schön, so, ich hab die Zeugen. Das sind sehr ernste Anschuldigungen. Wenn ihr zwei Zeugen vorbringen könnt, die gegen Audens Avidius aussagen, verhafte ich ihn. Andernfalls kann ich euch nicht helfen. Willst du mich jetzt verarschen? Lebt wohl. Willst du mich jetzt gerade... So, ich habe Russland und Luronk davon überzeugt, gegen Audens Avidius auszusagen. Ich hoffe, dass Wardheld und seinen Wachabgeordneten verhaftet. Ansonsten würden die beiden einen Haufen Ärger bekommen. Ich könnte... Jetzt ja im Auge behalten und dafür sorgen, dass sie die Sache zu Ende bringen. Ja! Bürger. Ach, das ist jetzt. Das ist schon wieder so ein Bestattung, wo ich ihn jetzt wieder und. Ach, das ist jetzt nicht wahr. Gut, ich muss jetzt ihm hinterher. Oh, dich kennen wir aber noch nicht. Wer bist du? Schönen Tag. Was kannst du mir über Umbakano erzählen? Ich kann nicht klagen. Ehrlich gesagt ein arroganter Scheißkerl, aber er bezahlt uns gut genug. Na dann, was kannst du mir über die Kaiserstadt sagen? Meister Umbakano ist ein ehrenwerter Herr. Verrückt nach altem Eileidenzeug, das schon. Aber er kann sich's auch leisten, warum also nicht? Alles klar. Aha, ganz wie ihr meint. Willst du mich jetzt verarschen? Wenn das jetzt hier direkt so weitergeht, wie bei der letzten Quest, wo ich einem hinterhergehen muss, dann... Boah, also Leute, ihr wisst gerade gar nicht, jetzt bin ich gerade
Seid gegrüßt, guter Bürger. Wie kann ich euch behilflich sein? Ich würde jetzt hier nochmal den Part beenden, weil es werden hier gleich schlimme Dinge passieren. Und bevor die passieren, werde ich, glaube ich, erstmal hier, wie gesagt, den Part beenden. Wir sehen uns einfach genau hier beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Oblivion. Es tut mir leid, aber ich bin sehr sauer gerade. Weil solche, also erst kriegst du dir eine scheiß Quest reingedrückt, wo du genau auf einen bestimmten Moment warten musst, bis da was passiert. Und jetzt haben wir hier, glaube ich, gerade schon wieder dasselbe. Und wenn die Kaiserstadt nur aus solchen Quests besteht. Also, ich weiß nicht. Ich werde jetzt einfach hier den Part beenden, dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal bei Oblivion. Macht es gut. Ciao.